Es gibt bei Handschuhen ein neues Verbrauchsmaterial, und zwar den Pirschkäfer, der von einem Spieler aus der EU-Perspektive gesteuert wird. Er wird aus dem Verbrauchsmaterial gespawnt und aktiviert. Es fügt dann den Arsenal Aufklärungsfähigkeiten hinzu. Der Pirschkäfer wird dann ab Blutlinienrang 15 freigeschaltet und kostet dann $45. Der Pirschkäfer wird dann aktiviert, indem man ihn irgendwo hinwirft, ähnlich wie ein Dynamitstab oder ein Köder. Der Pirschkäfer startet dann einen Übergang in die eigene Kameraansicht und man hat sozusagen eine Schattensicht, wo man dann den Pirschkäfer steuern kann. Solange ihr den Pirschkäfer fliegt, habt ihr keine Möglichkeit, euren Hunter zu bewegen oder irgendwelche Aktionen auszuführen. Ihr seid sozusagen hilflos. Wie schon erwähnt, hat die Kamera des Pirschkäfers permanent Darkside, nur mit erhöhter Sichtweite. Zusätzlich verbraucht die Schattensicht des Käfers keinen Schattensichtboost und hebt feindliche Jäger nicht hervor. Pirschkäfer können nicht landen und ständig in der Luft bleiben. Der Käfer kann aber deaktiviert werden, um zum Boden zurückzukehren oder zur Detonation gebracht werden, um zum Beispiel eine kleine Explosion zu verursachen. Die Pirschkäfer werden auch deaktiviert, sobald dir Schaden zugefügt wird oder du Wasser berührst. Und der Spieler kehrt zur eigenen Perspektive zurück, sobald er den Käfer deaktiviert hat. Jeder Spieler kann einen deaktivierten Käfer vom Boden aufheben. Die Explosion eines Käfers fügt den Hunter 5 Schaden zu und wendet Gift an. Wendet mittleres Bluten an und zerstört Objekte wie Glasscheiben und Lampen. Zusätzlich werden noch Fallen ausgelöst. Der Käfer hat eine Reichweite von 150 Meter. Wenn diese Reichweite überschritten wird, wird eine 10 Sekunden Warnung aktiviert. Der Käfer ist sehr verwundbar und stirbt an einer einzelnen Kugel oder einem Nahkampfangriff. Zusätzlich können Spieler aus der Perspektive eines Käfers pingen. Pirschkäfer lösen alle Warneffekte aus, wie es ein Hunter tun würde. Die Pirschkäfer erzeugen beim Fliegen einen neuen einzigartigen Sound, der mit ihrer Geschwindigkeit verknüpft ist. Je schneller der Käfer fliegt, desto lauter das Geräusch. So, und jetzt eine Frage an euch. Wie oft habe ich Pirschkäfer gesagt? Viel Spaß beim Zählen. So, und jetzt kommt ein kleiner Ausschnitt mit dem Pirschkäfer, wie er eingesetzt wird. Und am Ende verrate ich nochmal mein Fazit, ob ich den Pirschkäfer gut finde oder ob ich es lieber sein lasse. Dann, oh, Raben. Hat Raben gehört? Ding hier irgendwo. So, markieren, siehst du? Oh, mal zeigen. Ja, der Hinweis ist rot. Markieren kann ich auch. Und die sieht dann die Markierung auch, was ich mache. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Ich muss hier unten durch. Hier unten runter. Okay. Okay. Kann sein, dass er ihn verpellt gekriegt hat gerade von der Spinne. Ja, ich sehe ihn. Hab mich getroffen. Ich würde sagen, der war oben. Dann gehen wir rein. Oh, und sie hört sich aber an, als wenn von links noch einer schießt noch. Ja. Ja, hier sind draußen noch welche. Hier, Gegner ist tot. Ah, er ist tot. Aha, okay. Ich hab den getroffen mit dem Gift und der wurde von der Spinne wahrscheinlich da unten gemacht. Also ich muss jetzt sagen, der Käfer wird auf jeden Fall nicht mein Favorite. Man sieht halt die Gegner sehr, sehr schlecht. Man kann sie natürlich vergiften. Wenn man dazu noch den Giftsinn hat, dann sieht man den Gegner sogar noch in der Zeit, wenn er vergiftet ist. Aber ich muss sagen, wie gesagt, für mich nicht wirklich gut. Durchaus kann er aber auch gut eingesetzt werden zum Spotten. Und man kann ja sozusagen den Gegner dann noch pingen. Und somit weiß das andere Teammitglied natürlich, wo die stehen. Und dadurch ist es schon ziemlich overpowered, meiner Ansicht nach. Ja, mal gucken, wie er ankommt, wenn es jetzt aus dem Testbereich raus ist und wirklich im Main oder im Hauptserver verfügbar ist. Wir werden uns da überraschen lassen, aber wie gesagt, ich bin da nicht so begeistert von. Wie seht ihr das denn? Seid ihr froh, dass jetzt sowas reinkommt und das Spielsystem jetzt schon etwas auf den Kopf gestellt wird, meiner Meinung nach? Oder findet ihr es auch doof? Schreibt es doch mal in den Kommentaren und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Danke, Freunde. Ciao.